Es ist Karfreitag, der Tag, an dem traditionell Tanzverbot herrscht. Wir waren trotzdem unterwegs in den Moosburgern Kneipen und haben speziell junge Leute gefragt, was sie denn überhaupt so vom Karfreitag halten. Und sonst, normalerweise ist Karfreitag nicht viel los. Weil wenn man alles andere zumacht, mehr oder weniger, dann macht nicht viel aus. Warum? Vorgehst du einfach? Warum? Weil wir lustig sind, weil ich so sage, wie wir los. Ist das blöd, am Karfreitag Geburtstag zu haben, oder? Nee, eigentlich nicht. Kann man trotzdem feiern, oder? Kann man trotzdem feiern, ja. Weil das ist jetzt hier geschlossene Gesellschaft, genau. Und da geht's. Ja. Mit Genehmigung. Mhm. Dürft ihr auch tanzen, oder? Dürft ihr, ja. Freitag nicht tanzen darf, weil? weil scheiße ist und wir haben heute schon einmal gegrillt und Fleisch gegessen. Okay, das war's. Das auf jeden Fall. Gäste sind ganz wenig da, es kommen ganz selten mal welche rein. Zu trinken wäre natürlich auch Spaß. Aber der checkt doch gar nichts mehr. Also wir hatten heute keinen Fisch im Biergarten, also nur Fisch im Biergarten, wir konnten kein Fleisch essen. Das war ein bisschen schlecht. Das finde ich halt schlecht am Karfreitag. So. Ja, ist aus der Zeit, also tut mir leid. Das Cordon Bleu war mindestens, ich glaube, 500 Gramm. Ach, über die Seite sind wir jetzt wieder. Dann der Käse war richtig geil und der Schinken war einfach der Burner. Also das war unvergleichlich. Brezel, Brezel. Nein, wir müssen sagen, Karfreitag bei uns halbe die Sauermann gefressen. Genau. Jeder von uns, mindestens. Nein, ich nicht, ich habe noch nicht gegessen.